Carina Moncada, Inhaberin der Hundeboutique Society Dog in Berlin-Charlottenburg. Wir führen vom kleinsten Chihuahua bis zur größten Dogge sämtliches Zubehör, vom Hundehalsband über Hundegeschirre, Leinen, Hundebetten, da sogar orthopädische, wenn bestimmte Krankheitsbilder da sind, wie Arthrosen oder HD, Hundedecken, Hundeautositze, Hundebekleidung haben wir eine sehr große Auswahl, sogar sehr viele Spezialschnitte. Gerade wenn Hunde eine spezielle Figur haben, dann brauchen die eine spezielle Passform. Ansonsten kriegen sie auch, wenn der Hund mal eine OP hatte, OP-Ringe bei uns, dass die Hunde nicht an den Wunden lecken können. Also wir sind ein Fachhandelsgeschäft, wo sie eigentlich alles kriegen an hochwertigem Zubehör, außer Futter. Das bieten wir nicht an. Wir haben eine große Auswahl an hochwertigen Hundehalsbändern. Wir arbeiten ausschließlich mit mehreren Sattlereien in Deutschland zusammen. Bei uns können Sie auswählen über 100 verschiedene Lederfarben in unterschiedlichen Prägungen, vom Glattleder über Reptil, Krokoprägung, Lackleder, also was der Kunde gerne wünscht. Und Sie können sich natürlich auch die Länge, Breite bestimmen, die Metallfarbe, welche Besätze Sie haben möchten, von ganz puristisch bis Swarovski, bis man kein Leder mehr sieht, ist alles möglich. Also wichtig ist uns immer, dass alle Produkte von der Verarbeitung und von der Qualität einwandfrei sind und auch langlebig sind. Das Design ist gerade bei Halsbändern oder Hundegeschirr natürlich immer Kundengeschmack. Auf den Namen Society Dog sind wir gekommen, also uns gibt es schon seit über 10 Jahren in der Branche, und zu dem damaligen Zeitpunkt hieß, glaube ich, so alles Hundeparadies und Hundenpfotentraum und Susi und Struppi und Wau und Mau und ich weiß nicht, wie die Namen alle waren, und wir wollten natürlich schon, weil es noch nicht sehr viel auf dem deutschen Markt gab an hochwertigem Zubehör, ein Statement setzen: Hier kriegt der Kunde eine gute Qualität mit einer tollen Verarbeitung, also keine Discounter-Produkte, die in Billigländern gefertigt werden. Und das sollte eigentlich der Name ausdrucken. Das hat nichts mit High Society Dog in dem Sinne zu tun, sondern Society Dog heißt ja auch Gesellschaftshund. Letztendlich bieten uns alle Hunde, die wir gern haben, sind immer die besten Begleiter, die besten Gesellschafter. Und so ist der Name eigentlich entstanden. Uns war klar, dass es polarisiert am Anfang, gerade weil es damals vor 10 Jahren noch nicht so viel gab. Aber das war eigentlich auch gewollt und im Nachhinein auch die richtige Entscheidung.